Hallo Afobs, willkommen hier aus dem Besprechungsraum mal wieder. Mal wieder. Zu Brix ganz fix, heute in der Team-Edition. Und wie wir beide ein Team hier sind vor der Kamera, ist unsere Firma ja quasi auch ein Team. Genau. Denn, wie ihr da hinter uns seht, wir verkaufen auch noch was anderes. Wir haben noch die Model Car World und da kriegt ihr auch Modellautos. Ja. Also falls ihr euch nicht nur für Noppensteine interessiert, guckt da auch mal rein. Genau, ist ganz interessant, da gibt es einiges zu sehen. Genau. Viel Spaß. Ja. Und heute zeigen wir euch nochmal das Highlight von unserem großen Mutterschiff. Genau, das große Mutterschiff. Also unser Highlight, was wir so haben. Und ich finde es ja auch schön, dass wir, ich meine, ich bin ein großer Star Trek-Fan, aber dass wir neben Star Trek ja auch noch in der Science-Fiction-Reihe sehr viel anderes haben. Es gibt eben nicht nur Star Trek, es gibt auch andere Raumschiffe, die ja halt auch anders aussehen. Genau. Ja, und vor allen Dingen auch groß sind. Und das ist auch schon mein erstes Highlight an dem Set. Es ist ein Riesenkoffer. Ah, okay. Also, wir haben ja noch dieses das andere Schiff, das Zulu-Schiff oder auch die Nave Nostro. Das sind alles riesige Trümmer. Ja, das sind so riesige Science-Fiction-Trümmer. Das finde ich halt der Knaller. Ne? Ja. Da hast du was in der Hand, das kannst du ordentlich hinstellen. Das sieht richtig fett aus. Also ist was anderes als sowas hier. Ne? Sieht auch geil aus. Gehört übrigens hier zum großen Mutterschiff dazu. Aber die Größe, das ist halt das, was es gerade macht. Mein Highlight an dem Set. Ach, das ist dein Highlight. Ich finde die Größe geil. Was ich bei sowas geil finde, ist, dass man solche kleinen Jäger natürlich mit so wenig Teilen sehen, die so super und aus. Und nicht nur solche kleinen, sondern auch hier die etwas größeren, die dann biu, 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 biu. Okay. Okay. Ja, aber nein, ich finde das geil, dass man die noch dazu kriegt und sich noch so drumherum, dann sieht das alles ein bisschen mehr aus. Ja. Nach ein bisschen mehr aus, so. Obwohl es ja schon riesig also ist. Also es sieht schon, also ein anderes Highlight ist hier das Gekriebel an dem Teil. Das ganze Ding, das ist halt einfach nicht nur irgendwie mit Fliesen versehen, also da gibt es auch genug, aber es ist halt wirklich total detailliert. Es gibt überall irgendwas zu sehen, also hier unten zum Beispiel, das könnten so... Ja, so, ich sag mal so, Einflugschneisen sein. Die Dinger hier. Genau, wo man dann halt so reinfliegen kann. Als Trick, ehrlich gesagt, sind Warpgondeln. Nein, das sind in dem Fall, glaube ich, sind es keine Warpgondeln. Ich denke eher, da kommen Raumschiffe rausgeflogen und fliegen da auch rein. Ja, ich glaube, die sind vielleicht ein bisschen kleiner eigentlich gedacht und dann können die da drinnen. Ja, aber auch mal abgesehen davon, hier oben, allein wie diese Maschinensektion gebaut ist, hier außenrum mit diesen, das ist schon abgefahren. Also das Ding ist wirklich vom Detailgrad her, ist es schon außerordentlich gelungen. Wenn ihr es noch besser sehen wollt und noch mehr Details davon sehen wollt, das hat viel zu viel. Gibt es ein langes Video dazu. Genau, das hat der Marco noch gedreht in unserem ganz alten Zoom-Studio, habe ich gesehen. Also schaut da auch mal rein, ist auch mal interessant, einfach mal zu sehen, wie das hier so angefangen hat bei YouTube. Richtig. Aber damit es nicht vergessen geht, weil es ja auch eben ein ziemlich cooles Set ist und für alle Leute, die eben jetzt neu dazugekommen sind, es gibt halt, die alten AFOP, sag ich mal, die schon von Anfang an dabei waren, aber auch immer viele Neukunden. Und damit solche Sachen halt eben nicht in der Versenkung verschwinden, haben wir gedacht, holen wir es nochmal raus und zeigen es euch nochmal, was wir noch alles Cooles haben. Genau. Ja. Und dann war es das auch schon heute für uns. Ja, mehr wollten wir euch gar nicht sagen oder zeigen. Ja doch, dass man Doppensteine nie genug haben kann noch. Ja, das, aber ansonsten, das sowieso. Und dass es auch demnächst mehr gibt. Genau. Und viel Spaß beim Bauen. Genau. Und beim Spielen. Ja, macht's gut. Ciao. Biu, 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 biu. Wo ist der andere? Ich kann mich nicht wehren ohne den anderen. Ja, geht doch.